an einer Stelle, wo eine Lichtung ist. Und auf dieser Lichtung finden wir eine Pflanze, die bei uns sehr selten ist, eine Orchidee, und zwar den Frauenschuh, Cypripedium pubescens. Dieser griechisch-lateinische Name besagt, man kann zu Fuß nach Zypern gehen, da wo Aphrodite zu Hause ist, vielleicht im Liebeskummer oder in Liebeslust, aber pubescens, schamhaft, ehrenhaft, nicht nach freudigen erotischen Bastelspielen, sondern einfach nur, um zur Göttin der Liebe zu gelangen. Und ich habe ein so schönes Erlebnis. Ich wusste nicht, dass hier Orchideen wachsen. Vor 10 Jahren waren hier Hunderte noch zu sehen. Und da wurde ich hier in die Nähe gerufen. Da ist ein Wohnhaus. In dieser Familie wohnten die Großeltern von Enkelkindern. Und diese Großeltern bestellten den Doktor, und das war ich, wegen ihres Enkelsohnes, der mit seinen 4, 5 Jahren jede Nacht um 12, 12:30 aufgestanden ist, gespielt hat, Licht gemacht hat, keinen Pucks, kein Schreien, kein Weinen, hat mit Bauklötzern gespielt, 2 Stunden lang, dann ging er wieder schlafen und hat das Licht ausgemacht. Die Eltern empfanden das als krankhaft, haben alle möglichen Versuche gemacht der Therapie, nichts half. Und hier hatten sie einen homöopathischen Arzt als behandelnden Arzt und riefen mich zu diesem kleinen Jungen, und ich habe mir den angeguckt und gesehen, und in Homöopathie gibt es ein Heilmittel, das ist Cypripedium pubescens. Das ist diese Pflanze, der Frauenschuh. Darüber war die alte Dame so froh und so glücklich, dass sie sagte: Doktor, und das Mittel, was Sie ihm gegeben haben, da muss ich Ihnen was zeigen, da werden Ihnen die Augen aus den Höhlen treten. Und da muss ich Ihnen etwas zeigen, was Sie noch nie gesehen haben. Da ging sie mit von dem Haus davon, mit mir auf diese Wiese, und meine Augen traten aus den Höhlen. Hunderte von Orchideen standen hier, der Frauenschuh. Cypripedium pubescens, das Mittel, was bei dem Knaben so gut geholfen hatte.